Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lufia 2 Wrath of the Sinistrals. Wir waren jetzt, wir waren hier stehen geblieben. Müssen zu Lexis, genau so. Wir müssen jetzt zu Lexis gehen. Wir haben im letzten Part Radini dazu bekommen ins Team, also Haru. Ein kleines kämpfendes Radieschen. Als Kapselmonster und es beherrscht den Radini-Tritt, was ziemlich krass Damage drückt. Ja, und außerdem haben wir erfahren, dass Lexis sein Schiff verkaufen möchte. Das war schlecht. Das war schlecht. Wow. Gut. Ja, außerdem haben wir den Berg erfolgreich abgeschlossen. Was heißt erfolgreich? Wir mussten da noch nicht hin. Das war unser Problem. Aber immerhin haben wir das schon erledigt. Huch, ihr seid Fremde, oder? Wie seid ihr hierher gekommen? Ja, bist du Lexis? Meinen Berechnungen nach bin ich wirklich Lexis. Ich bin Doki, das hier ist Selan. Man hat uns erzählt, du würdest dein Schiff verkaufen wollen. Ihr wollt also mein Schiff kaufen, das ist wunderbar. Warum verkaufst du solch ein großes Schiff? Es ist groß genug, aber nicht. Es ist groß, aber nicht stabil genug, um dies hier zu tragen. Ja, was ist das? Es nennt sich Motor. und was macht dein Motor? Öl und Luft werden in einem Zylinder vermischt und erzeugen eine Verbrennung. Der Motor macht dies sehr schnell. Wenn es funktioniert, dann kann ein Schiff ohne Wind segeln, also aus eigenem Antrieb. Ernsthaft? So ein Schrott habe ich noch nie gehört. Die Zeit für den Test ist gekommen. Ihr werdet nun Zeugen einer glorreichen Erfindung. Eine Erfindung, die Welt verändern wird. Los geht's! Okay. Tada! Schau, der Propeller setzt sich ohne Wind in Bewegung. Oh, das ist unglaublich. Er kann sogar noch schneller rotieren. Aha, ja, was sagt ihr jetzt? Oh Gott. Das war zu viel des guten Lexis. Ja gut. Dieses Ereignis werde ich nie wieder vergessen. Ich gehe, Doki. Lass uns Satos fragen, ob er uns ein Schiff baut. Ja, einverstanden. Wartet einen Augenblick. Ihr meint, Satos baut wieder Schiffe? Ja, warum fragst du? Er wollte doch keine Schiffe mehr bauen, bevor er nicht den Araucherbaum gefunden hat. Wir haben für ihn den Baum gefunden. Ist es wirklich wahr? Oh, das soll mich doch der Einstein holen. Das ist fantastisch. Kennst du Satos? Klar, er baute die weltbesten Schiffe. Er könnte sogar ein Schiff für einen Motor bauen. Warum braucht ihr denn ein Schiff? Ihr seht nicht wie Seeleute aus. Wir müssen einen Gegner besiegen und benötigen dringend ein Schiff. Gegner? Vielleicht derjenige, der Gordovan zerstört hat und Pandoria versenken wollte? Woher weißt du davon? Mein Kymograph hat ausgeschlagen. Was? Kymograph, ein Gerät, das eigentlich rhythmische Bewegungen mechanisch aufzeichnet. Ich habe den Kymographen umgebaut. Er kann nun Energiewellen aufnehmen. Er hat zweimal immens hohe Energiewellen aufgenommen. Und das, als Gordovan und Pandoria angegriffen wurden, nicht wahr? Ja, zur gleichen Zeit. Wo ist dieser Kymograph? Wollt ihr ihn mal ausprobieren? Natürlich wollen wir das. Was denkst du denn, Lexis, Mensch? Das ist er. Was sollen wir tun? Nur konzentrieren. Okay, ich versuche es. Oh, wie ausschlägt. So viel? Das sind 5-mal stärkere Energiewellen, als ich je an einem Menschen gemessen habe. Na tja, so bin ich nun mal. Die Maschine funktioniert wirklich hervorragend. Lass mich auch versuchen. Was? Wie war ich? Achtmal stärker. Meine Energie ist also stärker als die von Guy. Die Maschine muss kaputt sein, das kann nicht sein. Doki, du bist dran. Ja. Konzentration. Die Nadel ist aus dem messbaren Bereich. Das Gerät kann die Energie nicht mehr messen. Fantastisch, Doki. Und ich sage euch, die Maschine ist kaputt.
Wer seid ihr, dass ihr über solche Kräfte verfügt? Nur ein paar Verrückte, die vier Höllenfürsten besiegen wollen und die Welt retten wollen. Höllenfürsten bekämpfen, das ist wirklich beeindruckend. Verrückt. Und beeindruckend. Hab ich doch gesagt. Guy, würdest du die paar Verrückten bitte zurücknehmen? Ich bin nämlich nicht verrückt. Na, meinst du etwa nur Doki und ich haben meine Meise? Doki doch nicht. Also nur Guy, okay. Ja, Schluss jetzt mit dem Unsinn. Ja. Schon gut. Lexis, wir müssen jetzt gehen. Hey, nehm mich bitte mit. Dich? Warum? Ich will auch gegen die Höllenfürsten kämpfen. Ist sicher sehr interessant. Ich glaube es nicht. Noch ein Verrückter. Das wird aber eine gefährliche Reise. Ich bin alt genug, um meine Entscheidungen zu treffen. Aber... Ich kann mit dem Schwert umgehen und kann sogar einige Zauber. Ich werde euch nicht im Wege stehen. Du und Zaubern. Interessante Kombination. Ich werde auch den Motor in der Schiff bauen. Dann könnt ihr überall hin. Motor? Du machst voll Scherze. Ich habe doch keine Lust, mitten im Meer absaufen zu müssen. Keine Angst, ich habe ihn modifiziert. Er ist dir nun ganz sicher. Wie hast du das denn gemacht, Alter? Du warst die ganze Zeit hier, lol. Wirklich? Ja, ich bin doch ein Genie, oder hast du das vergessen? Was meinst du, Doki? Wenn der Motor wirklich funktioniert, kann er uns sehr nützlich sein. Genau, ich baue einen Motor und ihr besorgt das ein geeignetes Schiff. Natürlich tun wir das. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Doki. Alexis ist ein wahres Genie. Wir werden ihn sicher noch brauchen. Also gut, gehen wir nach Alea und reden mit Satos. Okay, auf nach Alea. Och man, Alexis, kannst du nicht dein Versteck irgendwie anders bauen oder so? Mensch, das kann doch nicht wahr sein, ey. Also vorgespult hört sich die Musik ziemlich witzig an, oder? Irgendwie schon. Muss ich ja irgendwie sagen. Gut, dann würde ich mal sagen, auf nach Alea. Warp. Na, Alea. Was gab's hier noch mal für Zauber? Moment. Ein Moment. Danke. Ich will ja nicht, dass irgendwie, ja, ich sehe dann die ganze Zeit mit Dings heilen muss. Satos war in dem Haus hier, oder? Oder ist er da unten? Nee, das ist nicht Satos. Ich glaube, in dem Haus war er. Ja. So kann ich Selan halt auch wiederbeleben ohne Heiltrank. Wie habe ich hier nochmal gesprochen? Hallo, schön euch zu sehen. Was wollt ihr? Wir möchten, dass du uns ein Schiff baust. Warum wollt ihr ein neues? Ein gebrauchtes ist viel billiger. Es muss aus dem Aurabaum hergestellt sein. Ein anderes Schiff könnte den Motor nicht tragen. Den Motor? Du meinst Lexis Motor? Ja. Lex ist ein Genie. Mit dem Motor können wir ein gewaltiges Schiff bauen. Okay, ich baue das Schiff, aber wegen dem Motor muss ich einige Berechnungen neu machen. Das kann etwas dauern. Wo haltet ihr euch auf? In Kythos. Da muss ich durch das Wassertor in Auralio. Gibt es da ein Problem? Nein, warte in Kythos auf mich. Ich bringe euch das Schiff, sobald es fertig ist. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, also verliert nicht die Geduld. Ich werde jetzt am Schiff weiterarbeiten. Okay. Was machen wir jetzt? Wir gehen nach Kythos und warten darauf, dass das Schiff fertig wird. Ich glaube, jetzt können wir zu dem Baum. Berg. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe einfach. Weil das wäre ziemlich cool eigentlich. Kythos. Na. Ja, jetzt können wir es. Blumen. Wer will Blumen? Oh, was für hübsche Blumen. Kann ich eine haben? Danke. Das kostet eine Goldmünze. Geht es dir gut? Du siehst blass aus. Ja, mir geht es gut. Achtung. Bist du in Ordnung? Oh nein, meine Schwester. Halte durch, Lara, halte durch. Wir bringen sie an einen Ort, wo sie sich hinlegen kann. Unser Haus ist dort drüben, folgt mir. Okay, was ist denn jetzt los? Wir sind da, bringt sie rein. Lara ist auch ein schöner Name. Warte, hieß sie Lara? Ich glaube schon. Schwesterherz. Es geht ihr geht es gut, sie schläft nur. Was fehlt ihr?
Sie ist vollkommen erledigt. Wenn sie sich ein paar Tage ausruht, ist sie wieder fit. Sie schläft mit offenen Augen, dein Ernst? Sie arbeitet den ganzen Tag und... Wenn wir ihr helfen könnten, wäre sie nicht so erschöpft. Lara. Oh, ihr seid es. Hoppla. Warum liege ich denn im Bett? Du bist umgekippt. Ihr seid diejenigen, die bei mir Blumen gekauft haben. Habt ihr mich hierher gebracht? Danke. Nicht der Rede wert, aber du solltest wirklich besser auf dich aufpassen. Ja, ich weiß, aber... Nein, Lara, du musst ein paar Tage im Bett bleiben. Danke, mir geht es wieder gut. Ich muss für morgen Blumen pflücken. Übrigens, ich habe auf dem Berg eine Blume bemerkt. Das war die schönste, die ich je gesehen habe. Wenn ich sie in die Finger bekommen könnte, wäre sie sicher ein Verkaufsschlager. Oh, Lara. Lara! Blume. Wir müssen etwas unternehmen, sonst können wir sie nicht davon abhalten, nach der Blume zu suchen. Selan, betäub sie. Betäuben? Natürlich. Das könnten wir tun, nicht wahr? Nicht wahr? Narkose. Du kannst Narkose? Echt? Oh. Cool. Was habt ihr mit meiner Schwester gemacht? Ihr geht es gut. Narkose ist ein Schlafzauber. Sie wird wieder aufwachen, wenn es ihr besser geht. Wirklich? Ja. Wollen wir jetzt aufbrechen, um die Blume zu holen? Ja klar, das wird sicher eine nette Abwechslung zu den ganzen Kämpfen mit den Monstern. Wir suchen die Blume, die deine Schwester gesehen hat. Passt inzwischen auch gut auf sie auf. Das werden wir. Und wo pflückt deine Schwester normalerweise ihre Blumen? Auf dem Berg, südlich von hier. Dort gibt es viele schöne Blumen. Also der Berg südlich von hier, gut. Doki, auf geht's. Okay, gut, dass wir den schon komplett fertig erkundet haben. Und wir... Oh mein Gott, Azuklotze. Nein, nein. Ja, einer bleibt da. Einer bleibt immerhin da. Okay, nice. Einer bleibt da, das ist schön. 11.000 Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte, ja. 11.000. Nee. Ja, gut, dass wir ihn schon fertig erkundet haben. Wir müssen jetzt nichts mehr machen, außer den normalen Weg halt gehen, den wir schon freigeschalten haben. Ist ganz geil eigentlich, ne? Muss ich ja zugeben. Ich will nicht kämpfen. Din. Scheiß, Blume, geh weg. Verdammt. Okay. Euch bekämpfen wie easy. Selan macht einfach so schönes Damage durch dieses Feuerschwert. Unser Radieschen ist auch gar nicht mal so schlecht, ne? Finde ich. Oh, schönes Damage, Selan. Schönes, verdammtes Damage. Will er vielleicht irgendwas zu essen? Feuerball haben wir leider nicht. So ein Feuerball, Junge! Okay, das bleibt auf jeden Fall nicht entfernt. Schade allerdings. Aber gut, was soll's. So, hier konnten wir genau... zweimal rüber... Schwaha, das war close. Und wir konnten dann gleich... Ja, wir können hier durchgehen, genau. Oh, jetzt muss ich schon wieder gegen Blumen kämpfen. Meine Güte, geht doch weg. Nervige Kackviecher. Zack. Zack. Danke. Mensch, ins China ist nochmal. Ich glaube, gleich kam sogar ein Kampf, oder? Schlüssel benutzt, nice. Nicht kämpfen, danke. Din, din, din. Da war auch die Blume, habt ihr sie gesehen? Ich schon. Okay, gegen diese Fischer müssen wir wohl nochmal kämpfen. Gegen diese Tengus. Besiegt, okay. Ja, ich weiß, ich spüre das wieder vor. Das sind halt diese langweiligen Kämpfe. So eine Bosskämpfe oder so eine Kämpfe, die halt ausschlaggebend sind für irgendwas, die überspule ich ja natürlich nicht. Aber solche Minikämpfe, ich meine, es tut mir leid, aber ich glaube, das wird auch für euch ein bisschen langweilig, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Aber ich mache es so. Ist halt so. Tut mir leid. Aber das ist so meine Art, weiß ich nicht. Weiß nicht. Ich kann mich nicht oft lange an so einem Kampf, sag ich mal, Kampfsystem aufhalten, ohne irgendwie vorzuspulen. Ich weiß auch nicht, wie ich das damals geschafft hätte. Oder auf Konsolen, also jedenfalls nicht, wenn es eine Vorspultaste gibt. Und ich meine, wir haben ja das Glück, dass es eine gibt. Oh Mann, geht doch nicht. Warum teleportiert ihr euch denn in mich?
Stirb, stirb. Okay, Watz, Blitz, okay, ich sollte heilen. Zack, zack, warte mal. Donnerschlag auf den, Höllenwind auf den und bitte einmal stärker auf alle außer Doki. Ja, auf Guy und Deka, auf Guy und Selan. Donnerschlag hat nicht mal wirklich viel Damage angerichtet. What the fuck? Okay. Dann machen wir das jetzt. Danke. Och. Och, nicht dein Ernst. Okay, das... Doch. Ja, das, das... Und machen wir mal Feuersturm. Oh, das greift alle Gegner an. Das ist wundervoll. Ich hätte mir die ZP vielleicht aufheben sollen, denn gleich kämpfen wir. Gegen. Ja, gleich haben wir einen Endkampf vor uns. Soweit ich das noch weiß, Ja, hier ist der Kampf. Panikblume. Ja, Selan muss durch das Feuerschwert halt mega Damage machen, ja. Ja. Seuchter, ai. Ist gut. Heilige Kacke. Das war mehr Damage, als ich erwartet habe. Das macht nicht mal wirklich Damage. Mann, oh. Oh. Dim, 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 dim. Ich würde sagen, Doki heilt einfach mal alle. Weil Selan muss halt das Damage raushauen, würde ich sagen. Mit ihrem Feuerschwert. Dim, 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 dim. Okay, ich war gerade ein bisschen. Ich sag mal. Ach, Doki schläft, okay. Aber Selan kann kein Feuer stoppen. Dann macht Selan einmal... Sorry. Selan muss einmal stärker machen. Damit alle geheilt sind. Ich habe gerade auf die Zeit geguckt, weil ich gerade nicht wusste, ob ich schon überziehe oder nicht. Ja, überziehen tue ich ja nicht. Hatschi. Okay. Gesundheit. Machen wir mal eine Terrorroute. Machen wir mal einen Satanbiss. Man geht immer noch nicht. Ja, überziehen kann ich ja eh nicht, so gesehen. Ich meine, Damage mache ich ja immer. Was laber ich? Ich habe ja, wow. So viel Hochladezeit, wie ich will, sag ich mal. Ich kann ja so viel hochladen, wie ich will. So lange hochladen. Also von daher ist das nicht das Problem. Feuersturm. Ah, ist okay. Aber ich will halt trotzdem so nur die 20 Minuten haben, weil sonst, ich denke, das wird auch zu viel sonst. Es könnte sonst echt zu viel werden. Autsch. Oh, weißt du was? Ne, mach ich erstmal Gegengift. Gegengift. Und, ne, stärker auf Selan und Guy. Die müssen unbedingt geheilt sein. Ja, ein Heiltrank. Und nochmal stärker. Ach ja. Selans Mana ist bald alle. What? Echt jetzt? Dein verkackter Ernst? Das kann nicht wahr sein, ey. Ja. Heile ich Doki halt so. Versuch es jedenfalls. Alter, komm, den Kampf will ich jetzt aber noch in den Part packen, oder? Fuck es nicht, nochmal Doki anzugreifen mit einem normalen Hit. Seuchendorn. Seuchendorn ist okay. Oder auch nicht. Ich nehme Heilsirup. Ich nehme ein Heilsirup. Geht nicht anders. Tut mir leid, Leute. Ich muss ein Heilsirup nehmen. Damit Doki das überlebt komplett. Das kann nicht wahr sein, ey.
Das kann einfach nicht wahr sein. Okay, gut. Stärke. Gegengift. Angriff. Okay, besiegt. Heieiei, das war aber auch anstrengend, ey. So, jetzt will ich die Blume aber noch holen. Ist das die Blume, nach der Lara gesucht hat? Ich dachte, das wäre eine riesige Blume. Aber diese hier ist so schön. Das muss die richtige sein. Du hast recht. Lass sie uns mitnehmen. Götterblume. Klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir warpen uns mal. Sie kann keine Flucht einsetzen. Was? Ich habe keine Flucht. Moment. Ich habe doch sicherlich Zauberkrug gemacht. Füllt MP teilweise auf. Flucht. Und bitte noch einmal Warp. Nach Kytos. Dann gehen wir noch einmal kurz uns heilen. Im Inn. Ja, ist okay. Dann noch einmal. Ich weiß nicht, vergiftet ist sie ja trotzdem noch, oder? Ja. Heilen. Ach, vom Beleben? Ah, okay. Sichern. Gut, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.